Hallo, ich bin der Jan von Cube Bikes. Wir befinden uns hier auf der Eurobike 2012. Ich habe die Aufgabe und die Ehre, euch unsere Produkte für 2013 vorstellen zu dürfen. Wir beginnen gleich mit einem kleinen Rundgang und dann werde ich euch die Highlights von unseren Produkten und von unserem Stand kurz näher bringen und erklären und hoffe, dass ihr Spaß dabei habt. So, jetzt stehen wir hier beim Stereo. Das ist das neue Modell für 2013, was wir komplett neu entwickelt haben. Wir haben hier zwei Modellvarianten entwickelt. Einmal ein 29er, vor dem ich direkt stehe. Hier hinten ein Modell mit 650B Laufrädern, 160 mm Federweg bzw. 140 mm Federweg, das 29er. Unsere Aufgabe, unser Ziel war es, ein sehr leichtes und sehr vielseitiges Fahrrad zu konstruieren. Dieses Ziel haben wir erreicht. Wir haben bei beiden Modellen erreicht, dass wir unter 10 Kilo kommen in der Top-Variante. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit dementsprechender Bauart und Bauteilen. Das Kernstück des Rads, dieser Entwicklung, ist der Rahmen. Der Rahmen besteht zum größten Teil aus einem Stück, das heißt, wir haben keine Alu-Insatz mehr in diesem Rahmen. Wir haben Direkteinpressung der Lager in den Carbonteilen. Die Carbonteile bestehen aus einem Stück. Wir haben ein speziell konstruiertes Ausfallende mit Schaltauge hinten, was ermöglicht, die Carbonfaser in einem Stück durchzulegen, ohne Unterbrechung, ohne Klebestelle. Und somit kommen wir auch auf ein sehr leichtes Rahmengewicht. Wir haben beim 29 ein Rahmengewicht von 2100 Gramm, beim 650B ein Rahmengewicht von 2080 Gramm, inklusive Dämpfer. Und somit schaffen wir es, mit leichten Komponenten auch unter 10 Kilo zu kommen, mit einem Fahrrad, was vom Einsatzbereich von Enduro bis Tour alles abdeckt. Wir haben viele kleine Details eingearbeitet in diesem Rahmen, angefangen vom getaperten Steuerrohr, was inzwischen Standard ist. Wir haben im 29er spezielle G2-Gabeln verwendet mit einem anderen Offset, sodass wir das Fahrverhalten auf das Fahrverhalten vom 26 Zoll bekommen, aber trotzdem die Vorteile von den großen Laufrädern nutzen können. Ebenso haben wir die Tretlagerhöhen aufs Niveau von einem 26 Zoll Radl bekommen und gemacht. Wir liegen mit dem Tretlager unter unseren Achshöhen und somit haben wir ein sehr stabiles Fahrrad, ein integriertes Fahrrad, mit dem man sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten und Kurvengrip aufbauen kann. Ansonsten vom Einsatzbereich ist zu sagen, dass wir mit dem 29 Zoll vermutlich eher den Tourenfahrer ansprechen, der aber mit einem 140 mm Fahrwerk doch ein sehr potentes Fahrwerk hat, mit dem auch wirklich sehr verblockte Geschichten machbar sind und fahrbar sind. Wir haben mit dem 650B ein Fahrrad mit einem sehr flachen Lenkwinkel, 66 Grad Lenkwinkel und dadurch auch ein bergab orientiertes Fahrrad, was sich in schwierigen Gelände und schwierigen Trails, in sehr engen, verblockten Geschichten pudelwohl fühlt und somit auch hier den ganzen Einsatzbereich abdeckt. Ja, soweit zu unserem Highlight Stereo. Es ist ein sehr interessantes Radl und egal ob es 29 Zoll oder 26 Zoll, ich glaube, es ist für jeden das Richtige bei und wir haben einen sehr, sehr breiten Einsatzbereich damit abgedeckt und somit wünschen wir weiter einfach nur viel Spaß mit dem Fahrrad auf dem Trail. So, unsere nächste Station ist unser nagelneues Aerium. Für uns war es Zeit, mal wieder im Zeitfahrer- bzw. im Triathlon-Bereich Gas zu geben, was Neues zu bringen. Hier steht das Ergebnis. Ja, wo fangen wir an? Wir haben auf jeden Fall auch einen Vollcarbon-Rahmen hier. Wir haben sehr stark profilierte, aerodynamisch profilierte Rahmenmodule bekommen oder geschaffen. Das Radl, so wie es hier steht, ist ja wirklich sehr aerodynamisch, angefangen von den Laufrädern über den Komplettrahmen. Man sieht es überall in den Profilierungen. Wir bieten das Rad an mit einem Vorbausystem aus dem Haus. Da bieten wir zwei Vorbaulängen an. Es gibt auch die Möglichkeit, auch ein eigenes Vorbausystem oder ein anderes Lenkersystem zu fahren, sodass sich das jeder individuell anpassen kann, das Fahrrad. Von der Gabel her ist es kompatibel und machbar. Wir bieten aber trotzdem das eigene System an, weil es einfach aerodynamisch angepasst ist. Im Vorbau integriert ist dann auch die Ladestation und die Ladebuchse für die Di2-Schaltkuppe. Das Rad wird es ausschließlich mit der Di2-Kuppe geben. Ebenso bieten wir an zwei verschiedene Sattelstützen mit einer Kröpfung nach vorne, Kröpfung nach hinten, sodass da auch jeder Profi seine individuelle Sitzposition einstellen und finden kann. Wie schon angesprochen, wir haben die Di2
mit integriertem Akku. Der Akku sitzt hier unten integriert im Rahmen. Man sieht ihn von außen nicht. Wir haben die Reynolds-Laufräder drin, sind sehr stark aerodynamisch profilierte Laufräder, Vollcarbon mit Carbon-Speichen. Somit kommen wir auf ein sehr gutes Gesamtgewicht und auf eine sehr gute aerodynamische Fahreigenschaft. Ich bin gespannt, bis die Serie kommt und wir die ersten Feedbacks von unseren Profis bekommen. So, jetzt stehen vor unserem AMS Super ABC 100, auch ein 29er, also auch hier ganz klar der Einsatzbereich für unsere Rennfreunde. Jeder, der Marathon bzw. Cross-Country fahren will, hat hier das richtige Fahrrad. Auch der Rahmen ist neu konstruiert und neu entwickelt von uns, eben als 29er-Rahmen. Bis jetzt gab es das Ganze nur in 26 Zoll mit den neuesten Features, das heißt hinten auch das spezielle Ausfallende, durchgehende Carbonfasern, dadurch auch sehr leicht und steif, ein straffes 100 mm Fahrwerk drin und somit ja, direkt fertig fürs Rennen, genauso wie es da steht. Ein sehr leichtes, sportliches, straffes Fully. Was soll man mehr dazu sagen? Genießen, losfahren. So, jetzt stehen wir hier vor dem AIM Disc 29, damit ich Ihnen nicht nur die High-End-Modelle zeige, sondern auch die Einstiegsmodelle. Wir bieten unsere Räder an ungefähr ab 500 Euro im Einstiegsbereich, Mountainbike-Bereich. Hier jetzt das AIM Disc 29 für 5,79. Wir bieten die komplette Produktpalette vom AIM weg über Attention, Analog, Acid hinweg bis zu den LTDs als 29er an, nicht nur als 26 Zoll, so damit auch der Einstiegsbereich abgedeckt ist und auch hier die Fahrfreuden vom 29er befriedigt werden können. So, jetzt sind wir bei unseren Damenmodellen angekommen. Wir produzieren auch spezielle Damenfahrräder, sodass wir wirklich auch hier die speziellen Bedürfnisse einer Frau abdecken können. Das heißt, die Rahmen sind optimiert auf die Körperproportionen von einer Frau. Wir haben gekröpfte Oberrohre, sodass die Rahmen kompakter werden und so auch Frauen mit kürzeren Oberkörpern und kleinere Frauen hier die optimale Sitzposition drauf finden können. Bei den Damenmodellen decken wir ab vom Fully, was hinter mir steht, über die normalen Hardtails, auch als 29er, das sieht man im hinteren Bereich, inklusive in einem Carbonrahmen 29, auch die komplette Bandbreite ab, sodass hier für jede Frau und jeden Einsatzbereich das richtige Fahrrad zur Verfügung steht. So, hinter mir stehen nun unsere AMS 120 29er. Das war unser erstes 29er Fully, was wir im Programm hatten im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es noch zwei Ausstattungsvarianten. Dieses Jahr haben wir es erweitert auf fünf Ausstattungsvarianten, weil in diesem Einsatzbereich einfach die Nachfrage sehr, sehr groß war und das Rad an sich auch sehr gut funktioniert hat. Weiterhin bleibt der Rahmen unverändert. Das ist ein Aluminiumrahmen. Auch hier haben wir noch Fahrräder im Programm mit dem normalen X12 Ausfallende, so wie wir es letztes Jahr auch schon hatten, nur eben erweitert auf fünf Modelle in verschiedenen Ausstattungsvarianten, sodass auch für jeden das Richtige und für jeden Geldbeutel das Richtige dabei ist. Unser klassisches AMS bleibt weiterhin im Programm, also wir sind auch im 26 Zoll Bereich nicht ausgestorben, sondern es wird weitergeführt bei uns, ganz normal. Wir haben immerhin weiter im Programm das AMS 110, das AMS 130 und das AMS 150 in verschiedenen Ausstattungsvarianten, ebenso das AMS 150 mit Carbonrahmen. So, das war's mit unserem Rundgang über unsere Produktpalette. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues zeigen und erklären und das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, weiterhin viel Spaß. Dankeschön, tschüss.